Vor ein paar Tagen hatten wir das erste Unternehmer-Kick-Off. Das war ein digitales Event, 2 Tage, und wir hatten 5.750 Anmeldungen. Genial. Tell me where the freaks at. Und wir haben eine Umfrage gemacht. Das machen wir normalerweise gar nicht. Wir wollten das mal ausprobieren. Und ich hatte am ersten Morgen, Samstagmorgen, 3 Fragen. Nämlich die erste Frage war, wie viele festangestellte Vollzeitmitarbeiter hast du? Die zweite ist, mit welchem Jahresumsatz hast du das vorherige Jahr, also 2021, beendet? Und welches Ziel hast du dir als Umsatz für dieses Jahr, also 2022, gesetzt? So, das waren die 3 Fragen. Und am Sonntag, am nächsten Tag, habe ich dann diese Auswertung auch eingespielt bekommen von meinem Team als Kuchendiagramm, und ich habe sie vorher nicht gesehen. Ich glaube, jeder, der dabei war, hat in meinem Gesicht gesehen, dass ich da ein bisschen entgleist bin, mimisch. So, worauf will ich hinaus? 100.000 Euro Umsatz, über 50% der Teilnehmer beim Unternehmer-Kickoff haben das Jahr 21 mit einem Umsatz von bis zu 100.000 Euro beendet. Und jetzt kommt die Steigerung. Ein Drittel, mehr als ein Drittel der Teilnehmer hat gesagt, sie möchten gern das Jahr 2022 mit bis zu 100.000 Euro beenden. So, was ist das Learning daraus? 100.000 Euro ist zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Aus Unternehmersicht, rechne doch mal. Angenommen, du bist Dienstleister und du machst 100.000, sagen wir mal 20.000 Euro Kosten runter. Okay? So, jetzt haben wir noch, sagen wir mal 10.000 Euro für Krankenversicherung und den ganzen Kram. Dann hast du noch 70.000 mit rund 50% versteuern, 35.000 behältst du übrig. Und davon willst du als Unternehmer gut leben, investieren in dich, investieren in dein Business, Werbung machen und so weiter, wachsen. 100.000 ist zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben als Unternehmer oder Selbstständiger. Das soll nicht überheblich klingen. Ich habe das bei Instagram schon mal thematisiert und da hat jemand mir geschrieben, Dirk, ja, du hast auch mal klein angefangen. Ja, aber mit 100.000 im Jahr habe ich nie angefangen, bei aller Liebe. Wenn du mit 100.000 anfängst, machst du schon von Anfang an was falsch. Echt, ich meine das ehrlich. Du machst von Anfang an was falsch. Dann bleib doch lieber als Angestellter in einem Unternehmen, mach dort Karriere, schau, dass du eine Variable zu deinem Gehalt bekommst und verdien da gutes Geld. Du hast ein sorgenfreieres Leben als Angestellter. Und das ist nicht selbstständig, Unternehmer, Angestellter, es geht nicht um besser oder schlechter. Aber wenn du den Fokus hast, 100.000, mach dich nicht selbstständig. Komm. Wenn du sagst, das ist mein Lebenstraum und ich mache mein Hobby zum Beruf, vielleicht. Aber selbst, wenn es dein Lebenstraum ist und du dein Hobby zum Beruf machst, verdien doch damit richtig Geld. Dann ein Drittel ist bei dem Event bei mir, und sagt, bis zu 100.000 ist mein Ziel für nächstes Jahr. Ihr denkt zu klein. Die beiden größten Fehler, die ich gemacht habe: zu klein denken und nicht schnell genug umsetzen. Und der dritte, der danach kommt, ist, nicht früh genug mit angestellten Mitarbeitern zu arbeiten. Das ist der dritte Fehler. Bitte, 100.000 ist ein Denkfehler. Du musst viel höher zielen. Du kannst nicht auf 100.000 zielen. Selbst wenn du das im Nebenbusiness machst, sage ich, ist immer noch zu klein. Überdenke dein Geschäftsmodell, investiere in dich, denke größer, schaff dir das richtige Umfeld, sei fleißig, gib Vollgas und committe dich für viel mehr Geld, aber nicht 100.000. Und jetzt bist du sehr wahrscheinlich neugierig auf das Unternehmer-Kickoff. Dann habe ich 3 Sachen für dich. Erstens, es wird das Unternehmer-Kickoff jetzt jedes Jahr geben, aber natürlich zum Jahresanfang, sprich im Januar. Den Termin und die Anmeldemöglichkeit findest du unter dem Video. Wir werden im Herbst, nämlich Ende September,
auch noch eine Veranstaltung haben, auch digital, übers Wochenende. Und das ist der Unternehmer-Endspurt. Wie machst du dein letztes Quartal zum besten Quartal ever? Auch dort den Termin und die Anmeldemöglichkeit unter dem Video. Wenn du wissen willst, wie war das denn jetzt mit dem Unternehmer-Kickoff, dann kannst du ja mal in den Stream reingucken. Wir haben ein paar Minuten gestreamt. Das steht hier bei YouTube online. Das findest du hier. Und wenn du besser verkaufen willst, weil du dann auch mehr Geld machst, hol dir hier das Ticket für die Vertriebsoffensive.